Ich wähle AfD. Change my mind. Köln. Man sollte das Land wirklich nur komplett deutsch machen. Das ist doch schon mal eine Aussage hier, Digga. Ich glaube halt, Leute fallen halt so ein bisschen darauf rein und sagen, ja, okay, die sagen wenigstens das, was wir gerade fühlen. Und deswegen sind das die Deutschlandretter und die werden das ganze Land in eine andere Richtung treiben und so. Ey, ich will eure Hoffnung nicht töten, so, aber seid immer auch da noch skeptisch. Weil das wird sich erst zeigen, wenn die dann wirklich auch in Machtposition sind, Freunde. Ihr kommt in unser Land, begrabst unsere Frauen, Kölner Domplatte, hier in Köln, du hast es erlebt 2016. Hör doch auf zu sagen, dass ihr kommt hier hin und macht unsere Frauen und so. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leo Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Danke für den ganzen Support. Danke für die schönen Kommentare immer. Ja, danke einfach für alles, wollte ich euch mal sagen. Ich bin echt froh, dass wir so eine schöne, liebende Community auch auf YouTube auf dem Highlight-Kanal aufgebaut haben. Und ja, Mann, Alter, ich freue mich jedes Mal über die Kommentare. Deswegen jetzt gerne auch wieder irgendwas in die Kommentare reinschreiben, mir Feedback geben. Keine Ahnung, Alter. Einfach irgendwas dalassen. Wäre ich euch dankbar. Daumen nach oben dalassen für den Algorithmus und den Kanal natürlich abonnieren. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein. Wildes Video, wo ich natürlich auch meine Meinung habe so. Und ich will vorab, also das Video heißt, ich wähle AfD. Change my mind. Köln. Das ist von diesem Achse Nord-Ost-West Guy. Und ich will vorab eine Sache sagen. Wir müssen es wieder akzeptieren, dass Menschen verschiedene Meinungen haben. Ich werde jetzt hier im Video ganz klar, wie ich es immer tue, einfach meine persönliche Meinung sagen. Ihr müsst aber im Hinterkopf behalten, dass ich jemand bin, der auch andere Meinungen akzeptiert. Nur weil ich eine andere Meinung habe, heißt es nicht, dass ich mit Menschen nicht mehr reden würde. Und das würde ich mir auch in der Gesellschaft wieder ein bisschen mehr wünschen, dass Leute offen dafür sind, dass Menschen verschiedene Meinungen haben, ohne sie dafür zu verurteilen oder zu canceln oder irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Einfach zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die anders denken als du. Jeder denkt anders. Jeder hat sein eigenes Weltbild und jeder darf seine Meinung haben und die auch aussprechen. Und ich finde, wir sollten keine Angst davor haben, unsere Meinung auszusprechen. Und ja, Alter, Menschen sollten es wieder viel mehr zulassen, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben, verdammte Scheiße. Freedom of Speech. Und das auch, wenn dir die Meinung nicht gefällt. Und es ist hier bei mir persönlich der Fall. Aber ich werde mir das trotzdem anhören und respektvoll drauf reagieren und meine persönliche Meinung abgeben, Freunde. Yes, wir gehen ins Video rein. Kommt gerne auch mal mit auf Twitch vorbei. Ich liebe euch. Love gang it in, man, Alter. Gib mir die Meinungsfreiheits-Vibes und los. Man sollte das Land wirklich nur komplett deutsch machen. Das ist doch schon mal eine Aussage hier, Digga. Deutsche sein, die ihr Leben nur... Es dürfen nur Deutsche sein, sagst du? Guckt euch diese Straße an. Das sagt nicht mal die AfD. Ist er Deutscher auch, Digga? Er hat ein bisschen, Akzent auch, wenn ich das so sagen darf, oder? Ja, online, red mal die AfD durch. Zieht seine Trollshow durch. Lass ihn mal machen. Wie fändest du es, wenn Deutsche in ihrer eigenen Heimat in Deutschland eine Minderheit würden? So, wenn man so in die Masse reinblickt, wirft das ja schon fast den Fall, Alter. Das ist hart für mich, mir das reinzuziehen. Aber wie gesagt, Alter, wir gucken erstmal ein bisschen und dann fange ich an, auch meinen Senf mit reinzugeben. Wir sind hier in Köln, du siehst das Straßenbild. Das meine ich ja, wenn wir jetzt hier in die Masse reingucken. Also das ist eine Realität mittlerweile, fast gefühlt ist es schon. Das ist die Realität, sagt er. Wie viel Bevölkerung, Migrationshintergrund in Deutschland? Artikelbehörde 2021 hatte die Zahl der Mikrozensur 22 Millionen Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund, was 27,3% der Bevölkerung in Deutschland Privathaushalten entspricht. 27%, okay. Er ist immer noch eine Minderheit, ne? Nur mal so. Darüber ist es kritikwürdig, sollte man dem was entgegensetzen oder ist es völlig egal? Wir reden hier gerade, du kannst gerne später reden, wenn du willst. Ja, dann stell dich an. Ja, wenn es dein bestes Argument ist, dann bist du der Versager. Ja, AfD ist ein Versager. Deine Hautfarbe ist ein Versager. Ja, meine Hautfarbe. Egal, Mann. Ist mir egal, wenn die AfD recht hat, die recht, ist mir egal, was für eine Hautfarbe ich bin. Für dich zählt nur meine Hautfarbe. Ach Köln, Stadt der Vielfalt und Toleranz. Ich bin gespannt, ob Kölns Fußgängerzone meine Entscheidung, die AfD zu wählen, ich wähle AfD, hat er drauf geschrieben, ebenfalls tolerieren kann. Dabei gab es einige sehr interessante und teilweise überraschende Zugeständnisse von Leuten, die sehr kritisch gegenüber der AfD sind und selber Migrationshintergrund haben. Wie denkst du, siehst du es kritisch, dass ich die AfD wähle? Also, theoretisch gesehen hat die AfD, wenn ich jetzt ehrlich rede, die haben ja eigentlich nichts gegen Ausländer. Die haben ja gegen Ausländer was, die Scheiße bauen in Deutschland. Und die illegal hier sind. Illegal.
Das Ding ist, ich habe mir auch den Talk reingezogen zwischen ihm und Belasch zum Beispiel und es gibt halt schon Hinweise, dass die AfD mit Parteien wie der NPD damals, dass da Überschneidungen stattfinden, so weißt du, und dass es definitiv Teile in der AfD gibt. Ich sag nicht alle, aber es gibt definitiv Leute in der AfD, die ausländerfeindlich oder fremdenfeindlich sind und auch Aussagen schon getroffen haben. Wenn mich nicht täuscht, dann hat die Alice Weidel selber. Und das ist für mich auch eine Art Ausländerfeindlichkeit, wenn du sowas sagst wie Kopftuchmädchen oder Messermigranten und so. Das ist einfach eine ganze Art von Menschen in eine Schublade reinstecken. Also alle Mädchen mit Kopftuch sind so. Alle Migranten sind so. Und das ist halt eine Sache, die ich sehr, 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 sehr kritisch sehe, weil es auch halt nicht nur Negativbeispiele gibt. Weißt du, es gibt auch so viele Leute, die hier integriert sind und ihr Ding machen, einen normalen Job machen, nicht Leute abstechen, nicht irgendwie kriminell auffällig sind, das ist die Minderheit so. Aber das wird halt immer sehr krass hervorgehoben und das sorgt dafür, ich sag nicht, dass man mit gewalttätigen Leuten, also dass die nicht bestraft werden sollen, ne? Nicht falsch verstehen. Aber ich finde, das Bild nach außen, das sorgt halt dafür, dass Menschen denken, dass alle Leute mit Migrationshintergrund so sind. Und alle, weißt du, was ich meine? Und dieses Schubladendenken, das sorgt halt für Spaltung innerhalb der Gesellschaft und für Hass und negative Energy. So, weißt du, wie ich meine? Aber gucken wir erstmal weiter. Aber irgendwo illegal über die Grenze gekommen, Geduldung abgelaufen. Aber irgendwo sind wir alle illegal. Unsere Großeltern sind ja auch hier rüber gekommen und haben für uns gearbeitet und haben uns das ermöglicht, dass wir alle hier sitzen können und das machen können, was wir... Was ist er eigentlich für ein Landsmann? Pakistaner, glaube ich, ne? Der Achse Ost-West-Guy. Wie ist eigentlich seine Geschichte, was diese Migration angeht? Der ist doch auch migriert wahrscheinlich, oder ist er hier geboren? Wärst du dafür, ich meine, selbst wenn du illegal die Grenze übertrittst, wärst du dafür, dass wir Leute, die illegal die Grenze übertreten haben und kriminell sind, straffällig sind, also schwer kriminell sind, dass wir die zumindest abschieben, dass man dagegen ist? Leute, generell, ich finde das egal, ob Ausländer, ob Deutsche, ob Dings, alles was kriminell ist. Aber Deutsche kann man ja nicht abschieben. Aber Deutsche sind auch kriminell. Ja klar, gibt es, aber ich weiß, aber das sind unsere eigenen Probleme, weißt du? Aber das kann nicht sein, dass andere Länder ihre... Also wie gesagt, Alter, ich bin auch der Meinung, dass Leute, die Straftäter sind und Leute, die Dinge tun, die man nicht tun darf, laut per Gesetz bestraft werden sollten. Und ich finde teilweise in Deutschland in manchen Bereichen die Bestrafung von gewissen Taten sowieso zu gering. Gerade auch, wenn es um irgendwelche Kindersachen, Vergewaltigung oder... Pädophilie-Sachen und so, also wir haben ein sehr geringes Strafmaß, was die Sachen zum Beispiel angeht und ich glaube, wir sollten, da kann man schon, also da bin ich auch der Meinung, dass man bei gewissen Themen auch härter durchgreifen muss. So. Problemfälle bei uns abladen. Wir schicken ja auch nicht unsere kriminellen Deutschen nach Pakistan. Problemfälle bei uns abladen ist halt so eine Aussage, wo ich sage so, Bro, was heißt Problemfälle bei euch abladen? So, das sind ja Menschen, die fliehen. Teilweise, ne? Es gibt auch natürlich auch Menschen, die einfach so kommen, weil die sich ein besseres Leben erwünschen, was ich auch verstehen kann. Aber es gibt auch Leute, die aus Kriegen halt fliehen, so. Weißt du, wie ich meine? Die einfach, in ihre Heimat Bomben fliegen und die kein Zuhause mehr haben und Menschen gestorben sind, bla bla bla. Und die fliehen dann von da, weißt du? So, und es ist ja nicht, dass das Land sagt, ey, alle Leute, die hier kriminell sind, ihr geht mal jetzt nach Deutschland. Weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht so. Wobei ich auch schon mal davon gehört habe, dass es halt so eine Art, also ich habe mal von der Theorie gehört, das geht auch ein bisschen so in die Verschwörungsrichtung rein. Ich bin ja auch gerne mal hier und da am Schwurbeln so. Und ich habe schon mal gehört, dass Migration auch als Destabilisierungsmaßnahme genommen wird. Also dass es vielleicht Mächte gibt, die Migrationsströme auslösen, um gewisse andere Länder zu destabilisieren, so weißt du. Aber dann kann der Typ, der flüchtet, auch nichts dafür, weil dann stecken höhere Mächte da, die das irgendwie extra in diese Richtung treiben. Weißt du, was ich meine? Und was man halt auch sehen muss, aber das kommen wir gleich zu. Nach Algerien. Aber die Leute hungern doch da. Die hungern da. Die müssen ja irgendwo kriminell werden. Wenn ich in einem Land bin, wo ich kein Geld, wo ich kein Essen, kein Trinken habe... Was können die Deutschen dafür? Der Staat mir auch nichts gibt. Was können die Deutschen dafür, wirft er so von Seite rein. Man muss halt, man darf nicht immer nur das Problem sehen. Man muss auch gucken, was ist die Wurzel oder was, wo kommt dieses Problem her so. Und ich bin... mir dessen bewusst, dass Deutschland auch ein sehr großer Waffenexporteur zum Beispiel ist und auch sehr viele Drohnenangriffe in diesen Ländern, wo die Leute hierher fliehen, aus Deutschland ausgesteuert wurden von Rammstein so. Weißt du, und das muss man dann natürlich sagen. Man kann nicht sagen, ja, was kann Deutschland dafür? Deutschland hat definitiv auch dazu beigetragen. Die haben bei diesen ganzen illegalen Kriegen, die die NATO geführt hat, die USA geführt hat, so mitgemacht und unterstützt so.
und dann natürlich auch im nächsten Sinne dafür gesorgt, dass Menschen irgendwo hinfliehen. Also man muss schon dann wenigstens das sich auch eingestehen, weißt du, was nicht rechtfertigt, dass Leute hier kriminell sind, aber man muss wenigstens darüber nachdenken so und nicht einfach sagen, ja, was können wir dafür? Dann muss ich ja klauen, ich muss ja irgendwie essen und trinken. Aber was können die Deutschen dafür, dass die anderen Länder es nicht gebacken kriegen, ihre Wirtschaft nicht auf die Reihe kriegen? Bro, recherchier doch einfach mal ein bisschen so und dann wirst du auf den Punkt kommen, dass definitiv die NATO was dazu beigetragen hat, dass die ihre Wirtschaft nicht gebacken bekommen. So. Deine Aussage mit, wenn die hinkommen und... Nicht bei allen, aber bei vielen. ...noch kriminell bleiben, finde ich, da hast du recht. Da kann man die abschieben. Da können wir uns drauf einigen. Da können wir uns drauf einigen, wenn ich ehrlich bin, ja. Aber das passiert. Wenn Leute kommen, dann das einfach zu vermehren und sagen, der und der, der, alle raus, das ist scheiße. Niemand sagt alle raus, aber... Ja, die sagt ja auch eigentlich. Wir sind gegen Illegal. Wenn kommen, sollen alle auch wieder weggehen. Also ich auch. Nein, nein, würden die mich auch rausschmeißen, meinst du? Das ist... Bro, was die machen würden und was die gerne machen wollen und so, das wissen wir alles nicht. Und das sollen die Leute sich auch bewusst machen, die jetzt zum Beispiel eine AfD so als das ist die Rettung von Deutschland und die werden alles verbessern und die werden dafür sorgen, dass alles gut ist und so. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht. Und legt nicht zu viele Hoffnung in politische Parteien rein, die im System stattfinden wollen. So, das will ich hier als Message mal mit rausgeben, so, weil ich glaube nicht an dieses Parteisystem. Ich habe in der Vergangenheit gesehen, wie diese Parteien funktionieren. Ich habe gesehen, was für eine Maske die sich teilweise angezogen haben, Dinge erzählt haben, die sie dann im Nachhinein einfach das Gegenteil davon gemacht haben. Deswegen legt nicht zu viel, wie sagt man, Hoffnung in irgendwelche Parteien rein, die im System stattfinden wollen, die finanziert werden von teilweise auch dubiosen Leuten, die auch andere Parteien unterstützen und quasi diese ganze Agenda mit nach vorne treiben. Also das ist alles Spekulation, ne? Wir wissen das nicht. Deswegen legt nicht zu viel Hoffnung da rein. Das wahre Gesicht von denen wird man erst sehen, wenn sie an der Macht sind. Und das darf man nicht vergessen so, ne? Ich glaube halt, Leute fallen halt so ein bisschen darauf rein und sagen, ja okay, die sagen wenigstens das, was wir gerade fühlen. Und deswegen sind das die Deutschlandretter und die werden das ganze Land in eine andere Richtung treiben und so. Ey, ich will eure Hoffnung nicht töten, so, aber seid immer auch da noch skeptisch. Weil das wird sich erst zeigen, wenn die dann wirklich auch in Machtpositionen sind, Freunde. Bruder, wir sind alle Ausländer, natürlich. Aber die AfD hat auch ausländische Mitglieder, also das stimmt nicht. Die AfD... Wir haben sogar einen afrikanischen Bruder, richtig. Der Homie, Bruder, wie der heißt, ne? Der war doch auch bei Dings hier, bei 100% Real Talk mit Boogie und Belash, Bro, und Steiger, glaube ich, ne? Krasse Diskussion, Digga. Ah ja, siehst du, also das, so einfach ist es. Ey! Tschüss, was ist jetzt los? Der schreit einfach, ja? So einfach ist es nicht. Die AfD, differenziert zwischen illegaler Einwanderung und qualifizierter Einwanderung, zwischen kriminell, nicht kriminell, zwischen zu viel Masse, 2 Millionen ist zu viel, und zwischen einzelnen qualifizierten Einwanderern. Ich glaube, da kann man ein gesundes Mittelmaß finden. Was du heute siehst, westdeutsche Städte, deren Kriminalraten, die werden dominiert von Ausländern. Weißt du das? Dass Ausländer krimineller sind als Deutsche. Wusstest du? Man konzentriert sich halt voll auf diese Sachen, so, weißt du, wie ich meine? Und der Bruder, der diese Videos macht, der checkt es selber nicht, dass damit halt noch mehr Aggressionspotenzial in der Gesamtgesellschaft hervorgerufen wird. So. Wobei ich nicht sage, dass man mit Kriminellen nicht auf eine gewisse Art und Weise umgehen sollte. Ja, man sollte durchgreifen. Wenn Leute kriminell sind, dann haben die mit Strafen und mit Konsequenzen zu rechnen. Und man darf das nicht durchgehen lassen. So. Aber dieses, wie er das ausdrückt und wie die AfD das teilweise ausdrückt, das sorgt dafür, dass mehr negative Spannung in der Gesellschaft ist, weil wir haben sowieso schon so viel Spannung durch so viele andere Themen gerade, dass das nochmal eine nächste Spannung... Man sollte sich nicht immer nur auf die negativen Sachen konzentrieren. Weißt du, was ich meine? Einwanderung hat auch positive Sachen, die werden null hervorgehoben. Hat einen positiven Effekt auf die Kultur generell. Jeder Deutsche ist auch mal ausländisch. Weißt du, wie ich meine? Ist mal beim Türken, ist mal beim Italiener, ist mal bei dem so. Deutschland ist natürlich auch ein Einwanderungsland geworden so mit den Jahren. Und das ist auch okay so. Und ich finde, wir sollten mehr daran arbeiten, dass wir uns alle darauf einigen können, dass wir alle Deutsche sind, Digga. Ich glaube, wenn das so wäre, wenn wir alle das Gefühl hätten, wir gehören dazu, dann würde auch weniger Kriminalität wahrscheinlich sogar stattfinden, wenn die Migration besser laufen würde und diese ganzen Sachen. Und ich sage auch nicht, dass man alle einfach aufnehmen sollte und so. Natürlich sollte man da auch gucken, keine Ahnung, was können wir überhaupt bewerkstelligen, so, weil sonst verwahrlosen die irgendwo in Ghettos und dann ist es klar, dass die dann irgendwann ihr eigenes Ding machen und wenn die noch nicht mal das Gefühl haben, dass sie dazugehören, Digga, weißt du, was ich meine, so? Und das sind alles Sachen, die ich sehr, sehr wichtig finde. Ich finde, man sollte auch ein bisschen daran arbeiten, dass wir mehr das auch aussprechen, dass wir zusammen
dass wir zusammen an einem guten Land arbeiten könnten. Weißt du, wie ich meine? Anstatt gegeneinander zu gehen. Und ich habe die Befürchtung einfach, dass wenn solche Videos noch mehr viral gehen und mehr Menschen diese Themen öffentlich machen und nur über diese negativen Aspekte reden, dass das ein schlechtes, wie sagt man, dass das einen schlechten Effekt drauf haben wird, wie wir miteinander zusammenleben in Deutschland. Weißt du? Und das will doch keiner eigentlich am Ende des Tages, oder? Wie leitest du das? Dass die Gefängnisse voll sind mit Ausländern, überproportional häufig. In Hamburg mehr als die Hälfte Ausländer. Aber da muss man die Politik mit einmischen. Die Politik muss reagieren. Es kann nicht sein. Aus welchem Land bist du in Schwanger? Man muss doch aber auch die Wurzel des Übels sehen. Weißt du, warum sind die denn so viel krimineller so? Weißt du, wie ich meine? Hat das auch was mit der Integration zu tun? Hat das damit was zu tun, dass die alle in dieselben Ghettos reingesteckt werden und sich da ihr eigenes Ding machen und von der Gesellschaft nicht wirklich anerkannt werden? So? Das sind auch alles Sachen, die dazu beitragen. Weißt du, was ich meine? Und darüber wird halt nicht geredet. Ich find's krass, wie... Ich weiß nicht, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ich habe das Gefühl, der mag Leute nicht, die Ausländer sind, obwohl er selber Ausländer ist, so weißt du? Bro, what the fuck? Stell dir mal vor, in Tunesien wären Holländer, Franzosen und Deutsche Mehrheit im Gefängnis. Die wären auch häufiger kriminell als die Tunesier selbst. Was würdest du sagen? Ihr kommt in unser Land, begrabt schon unsere Frauen, Kölner Domplatte, hier in Köln, du hast es erlebt 2016. Tschüss, das sind so Statements halt, die sind schon hart. Also, ihr kommt in unser Land und begrapscht unsere Frauen so. Das ist so dieses so, ihr seid die, wir sind die und ihr kommt hier hin, alle Ausländer kommen hier hin und begrapschen Frauen auf der Kölner Domplatte. Das ist ja halt nicht so, Digga. Weißt du, wie ich meine? Das ist doch nicht so, Bro. Es ist doch nicht so. Weißt du, was ich meine? Es ist doch ein kleiner Teil von den Leuten, die hier Scheiße bauen, Digga. Weißt du, was ich meine, Bro? Hör doch auf zu sagen, dass ihr kommt hier hin und macht unsere Frauen und so. So eine Sätze kenne ich halt von den Nazis von damals. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber es ist so. Ja, die Ausländer nehmen unsere Jobs weg, die nehmen unsere Frauen, die machen dies, das und so. Das trägt nicht zur Harmonie bei, solche Aussagen. Das ist meine persönliche Meinung. Grabst du unsere Frauen? Aber ich meine, du hast mitbekommen, genau, meine stimmt euch, schön für dich, aber du weißt, was ich meine, ja? Man kann doch auch sagen, so, yeah, es kommen hier Leute hin, so, der Großteil von den Leuten, die hier hinkommen, das steht auch, das ist auch so, der Großteil der Leute, die hier hinkommen, verhalten sich gut, aber es gibt einen kleinen Prozentteil, die ticken aus. Was kann man dagegen machen? Wie kann man mit denen umgehen? Wie kann man da vorgehen? Was ist die Wurzel vom Problem? Wie können wir das lösen so? Anstatt zu sagen, die kommen hier hin und die sind so und so und so und die nehmen unsere Frauen und die sind dies und die sind das, weil so, das ist alles, das ist mir viel zu generell ausgedrückt so. Alle kommen hier hin und fassen unsere Frauen an. Wer ist überhaupt unsere Frauen aus deiner Perspektive, Bro? Weißt du, wie ich meine? Als selber jemand, der hier aus einem anderen Land hergekommen ist, nach Deutschland so. Wer sind denn deine Frauen? Die deutschen Frauen, die pakistanischen Frauen? Wer denn? Frauen, Terroranschläge, Morde, Körperverletzungen. Wofür? Na, können wir gleich drüber reden. Aber was würdest du sagen, wenn Holländer, Franzosen und Deutsche in dein Land kommen würden, nach Tunesien, ja, und sich dort so verhalten würden? Was würdest du sagen? Ja, würdest du die rausschmeißen? Ich wieder zurück im Gefängnis. Sondern im Gefängnis. Jeder, der kriminell ist. Aber auch im Gefängnis. Aber auch im Gefängnis musst du die ja durchfüttern. Das bezahlst ja du. Zu den Steuergeldern. Ist halt so im Leben. Im Leben muss es gut zu. Man muss da im Einzelfall entscheiden. Je nachdem. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Gesetze vielleicht zu schwach sind in die Richtung. Wenn Leute hier hinkommen und wirklich ekelhafte Straftaten begehen, ne? Wenn die hierher irgendwie einwandern und sich nicht wirklich integrieren und ekelhafte Straftaten begehen, müssen natürlich bestraft werden so. Und da muss man halt gucken, okay, sollen die abgeschoben werden oder nicht? Ich kenne die Gesetzeslage da nicht, aber na klar, sollen alle Menschen, die Dinge tun, die nicht gut sind, die kriminell sind, die einfach nicht menschlich sind, so, mit Konsequenzen rechnen müssen. Bin ich, also das sehe ich genauso. Egal wer. Wenn es nur Guts gäbe, dann wäre ja was falsch. Das ist richtig, aber das sind nicht deine Probleme, das sind nicht die Probleme von Tunesien. Also warum muss Tunesien dafür gerade stehen, dass Holländer und Franzosen und Deutsche sich nicht sozialisieren und sich nicht zusammenreißen können? Ihr habt denen sogar Schutz geboten, ihr habt denen Asyl gegeben, ihr habt denen euer Land gelassen, gastfreundschaftlich genug. Und die bedanken sich so, wenn es umgekehrt ist, verstehst du, was ich meine? Hey, also ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Du redest ja nur über Kriminelle, aber die AfD redet ja nicht nur über Kriminelle. Doch, hauptsächlich. Aber auch nicht nur über Kriminelle. Hast du mal die Kommentare auf Facebook gelesen von den ganzen... So. Ich sag dir eine Sache, wenn es nicht nur um Kriminelle geht, wenn wir Millionen von jungen Männern aus Afghanistan, aus... Da geht's um Kopftuchmädchen, Bruder. Sind die kriminell?
Libyen, aus Syrien, aus Somalia so importieren. Genau, auch Pakistan, ja. Hierher holen und die haben eine höhere Gewaltaffinität. Also die sind krimineller, gewaltbereiter. Warum? Erklär doch mal das Warum. Warum sind die gewaltbereiter? Ja, weil die vielleicht in Ländern groß geworden sind, wo Bomben gefallen sind, wo Leute sich gegenseitig abschlachten, Köpfe abschneiden, was auch immer. Das sind Sachen, mit denen wir gar nicht in unserem Leben konfrontiert werden in Deutschland, zum Glück. Weißt du, was ich meine, so? Aber das muss man halt natürlich auch sehen, so. Die Länder sind am Verwahrlosen teilweise. Die Leute sind da nicht richtig sozialisiert und so. Weißt du, was ich meine? Es ist halt einfach so. Die haben einen Schaden teilweise, psychische Probleme, die Sachen erlebt, allein die Reise hierher. Manche Leute haben Kinder verloren auf der Reise hierher und diese ganzen Sachen. Das sind alles Sachen, die man auch einbeziehen muss, die man auf jeden Fall verstehen sollte. Weißt du, wie ich meine? Die sollte man verstehen. Man sollte sich auch mal in die Haut von solchen Menschen reinversetzen, die irgendwann aufwachen und die Bomben fallen und Kinder sterben und die müssen ausreisen und auswandern. Ich sag dir ehrlich, man sollte auch ein bisschen versuchen, Empathie diesen Menschen gegenüber zu haben, weil, Digga, das ist nicht schön, so eine lange Reise anzutreten, aus seiner Heimat wegzugehen, in ein Land zu kommen, wo du die Sprache nicht sprichst und so. Das sind alles Dinge, die muss man auch im Hinterkopf behalten. So, das darf man nicht einfach so ausblenden und sagen, ja, die Ausländer, die kommen hier hin und die machen das, das, dies, die müssen wir wieder wegschicken. Weißt du, was ich meine? Wird unweigerlich das passieren, was wir beobachten können. Mordrate steigt, Gewaltpotenzial auf der Straße steigt, Frauen fühlen sich unsicher auf den Straßen. Ne? Also das ist etwas, was sich Deutschland aufgeladen hat, was sich Deutschland absolut nicht hätte aufladen müssen. Das ist nicht in Ordnung, Alter. Also ich finde, auch, guck mal, mit Kriminellen, da bin ich so nutzen auf deiner Seite. Kriminelle finde ich auch, wer hier hinkommt und trotzdem noch kriminelle Scheiße baut, der braucht nicht hinzukommen. Also zurückschieben? Nein, das will ich nicht sagen. Ich will mich... Achse Ost-West. Okay, Freunde, machen wir eine kleine Abstimmung im Chat. Wer sagt, dass Leute, die hierher kommen und kriminell sind, sofort abgeschoben werden sollen? Egal in welchem Fall. Eins in den Chat. Wer sagt, okay, man muss im Einzelfall gucken, man muss gucken, was für eine Art von Straftaten die begangen haben, was die Ursache davon ist, bla bla bla. Zwei in den Chat. Oder sagt ihr, wenn einer hier aus einem anderen Land herkommt und... Man muss halt auch gucken, was für eine Art von Kriminalität finde ich jetzt persönlich. Weißt du? Wenn er jetzt mal über rot über die Ampel läuft, so, ist das dann schon kriminell? Wenn der mal irgendwie, keine Ahnung, Kaugummis klaut im Kiosk, das sind jetzt Banalitäten so. Wenn es jetzt um Vergewaltigung und Gewalttaten und solche Sachen geht, ey, da bin ich auch dann der Meinung, so, ey, du kommst hier hin, du wirst aufgenommen, du kriegst ein sicheres Leben mehr oder weniger. Bist du kriminell, musst du zurück. Also auf die Art, weißt du? Also warum nicht abschieben? Du würdest auch die Holländer zurück nach Holland schicken, wenn die in Tunesien die Frauen begrapschen würden. Stell dir mal vor, die würden die Frauen begrapschen, alle. Free Engel sagt, du weißt, was mit kriminell gemeint ist. Nein, weiß ich nicht, Digga. Was heißt denn für dich kriminell? Man kann auch kriminell sein, ohne andere Menschen zu verletzen. Was ist einer, der hierher kommt und, keine Ahnung, Gras vertickt? So, das ist auch kriminell. Vergewaltiger Messerstecher. Ja, das wird euch halt eingetrichtert so. Alle Ausländer mit Migrationshintergrund, die Moslems sind, sind Messerstecher oder Vergewaltiger, Digga. Aber es gibt noch mehr Kriminalität. Weißt du, was ich meine? So. Und deswegen sage ich, im Einzelfall muss entschieden werden. Wenn einer jemanden absticht oder jemanden vergewaltigt, raus. Wenn einer Gras vertickt, nee. Für mich ist Gras verticken, sorry, aber ich bin damit aufgewachsen so. Viele von meinen Homies haben Gras vertickt. Ich habe selber auch Gras vertickt. Weiß ich nicht, ob man so jemanden sofort abschieben sollte. Weißt du? Wenn er niemandem wehgetan hat. Jeder Mensch macht Fehler. Aber das darf, okay, du kannst ihn ja zurückschieben und in ein holländisches Gefängnis reintun. Nein. Warum? Soll hier. Warum? Weil in seinem Land ist doch nur Scheiße. In unseren Ländern ist ja nur Scheiße. Ist ja auch so. Ob es da in Park, ob es in Deutschland, was kann Deutschland dafür, alle? Warum muss Deutschland das ausbaden? Warum müssen alle nach Deutschland kommen und ihre Traumatisierung hier auskurieren? Weil die in ihrem Land, die hauen nicht aber auf einen Grund ab. Aber guck mal, du siehst doch, dass zwischen Tunesien zum Beispiel oder zwischen Ägypten und Deutschland 6-7 verschiedene sichere Länder liegen. Also die müssen eine lange Reise auf sich nehmen, um nach Deutschland zu kommen. Die kommen nicht nach Deutschland, weil es das nächste Land ist. Hat jemand mal irgendwie eine Studie gemacht oder irgendwie mal geguckt, so, warum die Leute hier nach Deutschland kommen? So, also ich habe Kianosch irgendwann mal ein Video von Kianosch gesehen, wo der gesagt hat, dass es sogar von ja, dass es sogar so Staatsorgane gibt, so EU, keine Ahnung, NATO, und die sagen dann, geht nach Deutschland so. Also die werden teilweise extra dahin geschickt. Die kommen in irgendwelche Auffangbecken oder so und dann wird denen gesagt, wo die hingehen sollen oder können oder keine Ahnung so. Weißt du, was ich meine? So. Also das ist auch eine Sache, die, da bin ich auch mal, also da wäre ich auch mal interessiert daran, warum das so ist.
Also ich kann mir vorstellen, weil auf der einen Seite dass es nicht so schwer ist, nach Deutschland einzuwandern, weißt du? Ich glaube, die Restriktionen sind in Deutschland mit am geringsten. Aber ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch eventuell, jetzt mache ich kurz, schmeiße ich den Aluhut an, wickel mir ein bisschen Alufolie drum und sag, ey, vielleicht wird es auch beabsichtigt so getan, um Deutschland zu destabilisieren. Davon habe ich mal gehört. Ich weiß es nicht. So, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir das unter Umständen vorstellen, weil ich glaube, viele Dinge werden getan, um Deutschland zu destabilisieren, gerade in den letzten Jahren. So. Auch zum Beispiel mit dieser ganzen Energiekrise und mit Russland, dies, das, bla bla bla. Das ist ja auch mehr oder weniger von Amerika entschieden worden, dass wir keine Energie mehr beziehen von Russland. Ich glaube nicht, dass Deutschland da wirklich was zu melden hat in dem Bereich. Warum kommen die nach Deutschland? Sag du es mir. Weil es hier bessere Möglichkeiten gibt, um seine Zukunft aufzubauen. Weil hier das Sozialsystem am attraktivsten ist. Deswegen kommen die nach Deutschland. Deswegen gehen die nicht weiter nach Norwegen. Deswegen bleiben die in Bulgarien stehen. Ziel ist Deutschland, Österreich, Schweden. Weil die haben die üppigsten Sozialsysteme. Okay, dann sind wir darüber auch einig. Also ein Asylgrund ist es nicht, dass wenn es dir wirtschaftlich schlecht geht, dass du dann über 10 sichere Ländergrenzen nach Deutschland kommst. Das ist kein Asylgrund. Das ist kein Asylgrund. Was ist Asyl? Asyl ist, wenn jemand aus seinem Land hier rüberkommt und möchte sich Dings hier registrieren. Das ist Einwanderung. Asyl ist normalerweise Schutzbedürfnis. Das heißt, du wirst verfolgt oder du fliehst vor Krieg. Aber dann fliehst du in die nächste sichere Region. Du gehst nicht über 10 Länder und ins Land deiner Wahl, wo die Sozialsysteme am großzügigsten sind. Das ist kein Asyl, das ist Einwanderung, in den meisten Fällen illegal. Könntest du dir vorstellen, in Pakistan zu leben? Nein, ich bin hier geboren. Aber könntest du dir vorstellen, in Pakistan zu leben? Schwierig, also schwierig, sehr, sehr, sehr schwierig. Mit meiner Sozialisation sehr schwierig. Ich bin ja hier sozialisiert, ich bin ja hier aufgewachsen. Ich meine, die Leute, ich kann es dir nicht erklären, ich bin ja in Tunesien aufgewachsen. Ich kann dir sagen, was für Scheiße manche. Ich meine, bei mir, meine Familie, also uns ging es gut immer, Alhamdulillah. Wir hatten immer alles, was wir brauchen, aber ich kenne in meiner Gegend Leute, ich bin im Ghetto aufgewachsen in Tunesien, wo Leute wirklich kein Essen hatten. Nador? Nein, Nador ist Marokko. Ich bin in Tunis. Tunis. Und in diese Haut sollte man sich auch mal reinversetzen, so, weißt du, wie ich meine? Ich zum Beispiel, ich bin wirklich Deutscher. Meine Mutter ist deutsch, meine Großeltern sind deutsch. Ich habe eine deutsche Blutlinie, so. Und werde in Deutschland nicht wirklich als Deutscher anerkannt, aufgrund meiner Hautfarbe, aufgrund meiner Optik, so, schon immer, seitdem ich geboren bin. Das ist auch nicht einfach. Ich weiß, in diese Haut wollt ihr euch nicht reinversetzen teilweise, aber das ist nicht einfach. Und da sollte man sich auch mal versuchen reinzuversetzen, so. Da kommen Identifikationsprobleme, psychische Sachen und so, die dann auch in blöden Sachen münden können, weißt du? So. Ich bin da sehr beschützt, weil ich eine gute Mutter hatte und selber auch irgendwie immer eine Verbindung habe zu, ich wusste immer, was gut und was schlecht ist und was ich nicht machen sollte und so, aber ich habe tendiert in eine gewisse Richtung und hätte ich da weitergemacht, dann wäre ich auch nicht gut geendet vielleicht so, weißt du? Und so geht's auch Leuten, die zum Beispiel seit 3-4 Generationen hier in Deutschland sind, türkischer Herkunft zum Beispiel, das Land hier mit aufgebaut haben, als Gastarbeiter hierher geholt wurden, schon alleine das Wort Gastarbeiter, sie wurden nicht als Deutsche anerkannt, sondern es sind Arbeiter, die hier hinkommen und sich dann, wenn alles aufgebaut ist, wieder verpissen, so. Die sind aber geblieben, so, und haben keine richtige Identität, weil die hier seit Generationen sind, nicht als Deutsche anerkannt werden, aber in ihrem eigenen Land auch nicht als, weißt du, wie ich meine, als Türken anerkannt werden und dann hier sind, und das ist eine Sache, die finde ich schade, so. Die finde ich schade, und es gab damals Zeiten, da haben irgendwelche Ausländer vielleicht mal irgendwie Scheiße gebaut und dann wurden alle unter einem Kamm geschert, so alle, die schwarze Haare haben, so. Türken haben doch gar nichts mit dem zu tun, was gerade in Deutschland passiert, aber die haben definitiv auch mit negativen Effekten zu rechnen, weil die auch schwarze Haare haben, weil die auch Moslems sind und weil die unter einen Kamm geschert werden, wenn die sagen, ja, die Ausländer kommen hier hin und vergewaltigen Frauen und so. Wie willst du denn unterscheiden? Weißt du, was ich meine, so? So, genauso wie damals nach 9-11 jeder Moslem mit blöden Blicken und mit Konfrontation und diese ganze Scheiße zu kämpfen hatte, weißt du? Auf der ganzen Welt. Weil Islam und Terror in einen Hut, in einen Raum geschmissen wurde, die ganze Zeit über Medien, so. Weißt du? Und das sind halt Dinge, die sind auch wichtig, so. Finde ich persönlich. Oh, kein Essen, kein Trinken, kein Nix. Keine Schule, die konnten nicht mal Schule besuchen, weil die Eltern einfach nicht die Möglichkeit hatten, die Schule also einzuschulen wegen den finanziellen. Aber okay, wenn du jetzt nach Deutschland gekommen bist, dann können doch die Deutschen von dir erwarten, dass du dich hier an Recht und Gesetz erhältst. Okay, dann können wir uns ja darauf einigen. Ich bin dafür, damit muss man halt anfangen, ne?
also die Leute, die kriminell sind, schwer straffällig sind, dass wir die loswerden. Das ist halt etwas, wofür die AfD steht und nur die AfD. Ich bin in der Mitte. Die Leute, die kriminell sind, die rüberkommen und sich nicht ändern, sage ich auch, die sollen auch wieder zurück. Nicht auf deiner Seite. Ja, aber die AfD ist die einzige Partei, die das wirklich authentisch betrifft. Ja, die übertreiben ja auch irgendwo, weißt du, was ich meine? Inwiefern? Inwiefern? Guck mal, der Osten, wenn du einmal in den Osten fährst. Ich lebe im Osten. Und da ist dir noch nie irgendwas passiert? Hast du nie gemerkt, dass der ein oder andere mal... Ich hab auch auf die Schnauze bekommen in Dresden, 2015. Von Ausländern. Ich schwöre es dir. Das ist aktenkundig. Nein, die haben einfach Stress gemacht. Die konnten gar kein Deutsch. Ich sag dir, wie das passiert ist. Ich hab das auf dem Kanal schon mal erzählt. Es war so in der Straßenbahn, die hatten ihre Füße auf den Bänken, Ja, vielleicht war das der Ursprung für seine aktuelle Haltung auch, wa? Und mein Ursprung für meine aktuelle Haltung ist halt, warum ich bei Fremdenfeindlichkeit halt wirklich eine Seite vertrete, weil ich selber halt, ich bin Deutscher, Mann. Meine Mutter ist Deutsch. So, auch wenn das einige nicht hören wollen, ich bin Deutscher. Und ich wurde von Nazis verfolgt. So, die geschrien haben, dass sie mich töten wollen. Als Kind, 10-Jähriger, weißt du? Ich habe da halt Erfahrung gemacht. Deswegen bin ich allergisch, wenn es um das Thema Fremdenfeindlichkeit geht. Und wenn ich merke, dass das in der Gesellschaft immer größer wird und dass immer mehr Leute darüber reden und dass es immer mehr polarisiert wird und so, dann bin ich mir sicher, dass es Futter ist für die Leute, die auch generell einfach Ausländer nicht mögen und dann vielleicht noch aggressiver werden. Und das ist halt einfach eine Sache, die möchte ich nicht, weißt du? Ich würde das nicht gut finden, wenn das in Deutschland wieder so ansteigen wird, dass es auch voll viel Gewalt wieder in diese Richtung, also Gewalt gibt gegen Ausländer, so, weißt du? Ich weiß nicht, da hat keiner Bock drauf. Also ich hab da keinen Bock drauf. Wenn ihr Bock drauf habt, cool, ich hab da keinen Bock drauf, so. Und ich bin da gebrandmarkt und deswegen vertrete ich auch die Seite, die ich vertrete. Nichtsdestotrotz sage ich, wenn Leute hier hinkommen, aufgenommen werden und dann kriminell sind, dann müssen die mit Konsequenzen rechnen. Wenn die Vergewaltigen umbringen oder Mörder sind oder was auch immer, dann weg mit denen, auf jeden Fall. Genauso wie auch ein Typ, der mit irgendwas Kindern gemacht hat, meiner Meinung nach lebenslänglich bis zum Tod in den Knast muss. So. Aber das haben wir ja auch nicht in Deutschland. In Deutschland ist halt leider so, dass, was diese Sachen angeht, dass sie zu Dings sind, teilweise. Einfach zu locker mit diesen Sachen umgehen. So. Lebenslänglich gibt's nicht mal in Deutschland. Meine Patentante wurde vergewaltigt und getötet. Der Typ ist wieder frei. Der Typ ist frei. Wie kann das sein? Weißt du, was ich meine? Sitzen, weißt du? Und ich dachte mir so, ich soll die ja integrieren. Und der war kein Ausländer. Man soll die ja in die Hand nehmen. Und dann habe ich gesagt, ey Jungs, das macht man bei uns nicht. Und dann ist es innerhalb von Sekundenbruchteilen, ist es eskaliert. Und der eine hat auch ein Messer gezogen. Die haben mich geschlagen und mich mit dem Messer bedroht. Das war 2015, vor 8 Jahren. Und das war nicht, guck mal, ich bin ausgegangen und die haben mich gewarnt, wie du, das sind alles Nazis, das sind alles Rechte. Und auf die Schnauze bekommen habe ich ein einziges Mal von 3 Ausländern. Also das ist auch da, selbst dort. Ja, das ist scheiße, also das tut mir für dich leid. Aber so ist das Leben, man trifft mal die Guten, man trifft mal die Schlechten, ne? Ob es Deutsch, ob es Ausländer ist. Also ich hatte auch ich habe noch nie zum Glück aufs Maul bekommen. Was willst du, wenn ich schwanger? Ich? Der Marcello sagt gerade, Nazis sind doch eine viel geringere Minderheit als Ausländer, die sich nicht integrieren möchten. Woher willst du das denn wissen, Digga? Wer alles verkappter Nazi ist oder nicht? Die meisten Leute trauen sich doch heutzutage sowieso nicht mehr richtig, ihre Meinung zu sagen, so. Egal in welchem Bereich. Moslem? Alhamdulillah, ja. Okay, was willst du? Was will Moslems? Ich befasse mich sehr krass mit Politik. Ich kümmere mich um meine Zukunft selber. Ich arbeite viel. Und ich habe nicht Kopf dafür, wenn ich ehrlich bin. Jeder soll machen, was er will. Jeder ist persönlich. Aber ich will mich... Willst du gar nicht, oder wie? Wenn ich ehrlich bin, noch nie bis jetzt. Du musst ja nicht wählen. Das ist ja dein Recht. Ich habe noch nie bis jetzt gewählt, wenn ich ehrlich bin. Weil ich mich auch nicht so krass damit befasse. Weil ich finde, Politiker sollten Politik machen und der Rest sollte sein Ding machen. Eigentlich nicht, Digga. Eigentlich sollten die Politiker mit uns Menschen was zu tun haben, Digga. Weißt du, wie ich meine? Aber die sind so abgekapselt und leben da in ihrer eigenen Welt, entscheiden Sachen, die für uns Menschen überhaupt nicht... Also die gucken gar nicht mal drauf, ob das einen Vorteil für unsere Gesellschaft hat oder nicht, sondern die machen nur opportunistische Entscheidungen für Geld und für Macht erhalten und diese ganzen Sachen so. Die haben gar nichts mehr mit uns zu tun. Deswegen kann ich es verstehen, dass der nicht wählen geht, aber generell auch weniger Leute wählen gehen, weil die Leute einfach verstanden und gecheckt haben, dass die Politik nicht wirklich was verändern kann. So. Egal wen du wählst, am Ende kommt dieselbe Scheiße bei raus. Weil es Mächte im Hintergrund gibt, die Fäden in der Hand haben und die, egal wer an der Macht ist, ihre Dinge durchziehen werden. Als ob eine AfD dann gegen diese ganzen Vermögensverwalter und gegen die Leute WEF, Klaus Schwab und so, als ob die gegen diese Leute irgendwas machen können, Digga. Wer sich das einbildet, der ist, Bro, oder,
ernsthafte Frage. Wenn morgen eine Partei auftritt, die so muslimische Agenda hat, eine islamische Partei in Deutschland, würdest du die wählen? Bruder, ich sag, ob Politik schreibt mich raus, ob muslimische, ob christliche, ob jüdische, ob wie gestern auf auf TikTok einer hat eine Religion namens Sativa erfunden. Ist mir egal, Bruder, ich halte mich aus Politik raus. Hab mich sehr gefreut, Karim. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Pass auf dich auf, ja? Alles klar. Schönen Tag. Sehr interessant. Karim mit den Männern, Alter. Auf jeden Fall, wie man sogar aus jemandem mit Anti-AfD-Einstellung solche Zugeständnisse zum Thema Abschiebungen bekommen kann. Mal sehen, wie mein nächster Gesprächspartner zu der Thematik steht. Janel, wie denkst du darüber? Du bist kein AfD-Wähler, nehme ich an. Nee, mich interessiert es eher, was dich dazu bewegt hat, die AfD überhaupt zu wählen oder warum du... Reicht, Bro, sagt Tim, oder? Sollen wir uns den einen noch hier reinziehen oder nicht? Meinung bist, dass die AfD das Richtige ist. Ich denke, das, was wir jetzt seit 2015 erlebt haben, die illegale Massenmigration. Du weißt, du hast mitbekommen, 2 Millionen, mittlerweile sind es 4 Millionen, die wir aufgenommen haben. Ich habe eigentlich auch meine Meinung eigentlich komplett so rübergegeben und ich glaube, was dem Videoersteller seine Meinung ist, haben wir auch mitbekommen. Lass bis Ende reinziehen. 2015 an Zuwanderern, unter anderem auch Ukraine, aber hauptsächlich aus dem Nahen Ostenbereich, ja. Da spricht er jetzt aber gerade ein Thema an mit Ukrainern. So. Da hat man auch mal gut den Unterschied gesehen, wie die Menschen behandelt werden, je nachdem, wo sie herkommen, ne? Und das haben die offiziell auch in den Medien gesagt und sich dann danach entschuldigt. So, ja, mir tut es voll weh, dass blauäugige, blonde Menschen fliehen müssen. Da wurde auch ein Riesenunterschied gemacht, ne? So. Also Menschen, die aus dem Irak gekommen sind oder woanders, Afghanistan, was auch immer damals, wegen den Kriegen, die wir als NATO mit unterstützt haben, wurden hier ganz anders integriert und behandelt als die Leute, die aus der Ukraine gekommen sind. So. Und wer das nicht sehen will, der ist blind. Kriegsvertriebene Syrien, Afghanistan, Irak, aber auch viele aus Nordafrika, Zentralafrika. Ich glaube, dass das war ein fataler Fehler. Und von unter Merkel, das war ein fataler Fehler. Und ich glaube, dass das dem Land nicht gut tut. Nicht wirtschaftlich, nicht demografisch, nicht kulturell, nicht sozial. Und deswegen ist das ein Hauptthema, weshalb ich die AfD unterstütze. Okay, verstehe. Also du sagst, weil hier quasi so zu viele Leute aufgenommen worden sind, fändest du besser, dass wenn die nicht hier wären? Die, was sollen wir denn mit den Leuten machen, die nicht hier sind? Was man jetzt macht, ist die Frage. Weißt du, also damals hätte man die Grenzen sichern sollen. Das heißt nicht, dass man komplett zumacht, sondern dass man differenziert zwischen wirklich asylberechtigt und nicht asylberechtigt, illegale Einwanderung. Ja. Oh, fuck, Alter. Danke dir. Das haben wir damals versäumt. Was kann man heute besser machen? Heute könnten wir zumindest damit anfangen, die illegalen und abgelehnten Asylbewerber, das ist mittlerweile an die sechsstellig, also 120.000 bis 300.000, zumindest die mal abzuschieben. Also Leute, die abgelehnt sind, die ausreisen. Egal, ob die kriminell sind oder nicht, einfach raus mit denen, sagst du? Pflichtig sind. Erstmal reinkommen lassen und dann sagen, ey, haben wir einen Fehler gemacht damals, verpisst euch wieder. Finde ich auch ein bisschen hart, Digga, sag ich ehrlich. Der Fehler wurde schon gemacht. Man muss jetzt gucken, dass man in die Zukunft schaut, finde ich persönlich. Dass man guckt, dass man vielleicht Einwanderungspolitik ein bisschen verändert, wenn die ein Problem damit haben. Und ja, Leute, die kriminell sind, natürlich, da würde ich ihm sogar recht geben. Aber Leute einfach, die damals reingelassen wurden, jetzt abzuschieben nach 5, 6, 7 Jahren, 8 Jahren so, ist auch eine Sache so, das kannst du doch nicht machen, Digga, weißt du, wie ich meine? Das kannst du doch nicht machen. Und am Ende, Mann, Digga, diese ganzen Diskussionen, ich verstehe das auf eine Art und Weise, aber ich finde, dabei geht ein bisschen flöten. Und mal, das ist meine persönliche Einstellung, da könnten jetzt Leute sagen, ja, Bruder, das aber jetzt hat damit eigentlich gar nichts zu tun, aber für mich ist Mensch Mensch. Und für mich gehört jedem Menschen die ganze Welt. So. Ich denke nicht in Grenzen, ich denke nicht in Hautfarben, ich denke nicht in Religion, ich denke nicht in Haarfarben, ich denke nicht in Nationalitäten und diese ganzen Sachen. Ich denke in Menschsein. Und ich finde, dass die Menschlichkeit wieder gesteigert werden muss in der ganzen Welt. In der gesamten Welt. Und dass wir damit einen guten Einfluss haben können auf die gesamte Welt. So. Es ist jetzt... Ja, manche Leute würden sagen, ja, aber das ist jetzt esoterisch und dies, das, bla, bla, bla. Aber ich denke wirklich so. Ey, die Grenzen wurden teilweise mit Lineal gezogen. So. Das ist jetzt das Land, das ist jetzt das Land, das ist jetzt dieses Land. So. Und... Weiß nicht, Alter. Ich bin grenzenlos. Ich denke grenzenlos und wenn ich wo sein möchte, dann gehe ich dahin und ich lasse mir das von keiner Politik und von keinen Menschen oder von nix irgendwie versauen, so. Weißt du? Und ich glaube, wenn mehr Menschen so denken würden und mehr so harmonisch denken würden und verstehen würden, dass wir als Menschen irgendwie alle zusammenhängen und dass wir,
wenn wir einem anderen Menschen was Schlechtes tun, uns selbst was Schlechtes tun und dass wir andere gut behandeln sollten und einfach die Menschlichkeit in der Gesellschaft und in der Welt steigen würde, dann würde es viel weniger Probleme geben. So. Und ich habe das Gefühl, dass das alles auch mit dem Thema Bewusstsein und der Verbindung mit Gott zusammenhängt. Und ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Themen, die aktuell gerade diskutiert werden, auch in Deutschland so, dafür genutzt werden, um uns abzulenken von dem, was eigentlich wichtig ist. So. Spirituell zu sein, bewusst zu sein, an Gott zu glauben und zu verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind. So. Und dass wir alle ein Bewusstsein sind. So. Weißt du, wie ich meine? Und wieder uns mehr damit connecten. Diese ganzen Spaltungsthemen, die in die Gesellschaft reingeschmissen werden, sind dafür da, um uns abzulenken. So, wir sollen uns nicht mit uns selbst beschäftigen und stark sein und mit Gott connecten. Das wird uns alles weggenommen. Familien werden genommen. Gott wird rausgeholt aus der Gesellschaft. Die Verbindung miteinander wird rausgeholt aus der Gesellschaft. Immer mehr Themen, wo man einfach sagt, es gibt zwei Lager. Die sind die, wir sind die. Die kommen hier hin und machen das zu unseren Frauen. Das ist dieses so, wir denken gar nicht mehr in Einheit, sondern wir denken nur in Trennung. Und wir sind die und die sind die. So, weißt du, und das ist alles nicht, ich finde es nicht geil, Bro. Oftmals auch kriminell, ne, straffällig, polizeilich auffällig, dass wir die zurückschieben. Das wäre, da wäre schon viel gewonnen. Das würde die Kassen entlasten, das würde die Sicherheit auf der Straße erhöhen. Und daher sehe ich die AfD als die einzige Partei, die das authentisch vertritt. Okay, aber findest du nicht auch, dass es leider so, dass unter den AfD-Wählern Leute gibt, die sagen, dass alle, die nicht rein deutsch sind, das Land verlassen sollten? Ich glaub nicht, dass es mehrheitlich... Das wiederholt sich alles gerade hier ein bisschen, ne, Freunde? Also ich würde fast sagen, das passt so, oder? Reicht. Ich küsse euer Herz. Könnt ihr euch gerne zu Ende reinziehen. Ich habe ein bisschen so meinen Senf abgegeben. Und ja, wie gesagt, nochmal, das will ich auch an die Leute sagen, die auf YouTube zugucken. Lasst es zu, dass andere Menschen andere Meinungen haben. So, ich habe gesehen hier im Chat, ganz viele Leute sind auch zum Beispiel andere Meinungen wie ich. So. Und ich respektiere das. Ich sage, ey, jeder darf seine Meinung haben. Ich habe meine Meinung, ich äußere meine Meinung. Und die Leute, die es fühlen, sollen es fühlen. Die es nicht fühlen, sollen eine andere Meinung haben, was auch vollkommen okay ist. So. Also lasst es zu, dass Menschen andere Meinungen haben, ja, Freunde. Das ist ein sehr wichtiges Statement. Und vergesst nicht, dass wir als Menschheitsfamilie alle miteinander verbunden sind. Und ja, Digga, dass mit Liebe und Harmonie am Ende des Tages am meisten bewegt werden kann. So. Hass bekämpfen mit Hass ist nicht richtig. Negativität bekämpfen mit Negativität gibt noch mehr Negativität. Also der einzige Weg raus ist Liebe, Positivität, Zusammenhalt, Unity. Ich küsse eure Zirbeldrüse, schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.